Die Sims 4. 2014 Electronic Arts Incorporation. Und ja, meine Freunde, damit sage ich hallo und herzlich willkommen mit YouTube bei der weiteren Video auf meinem Kanal Lexi Musebe, The Sims 4, beziehungsweise ja. Die Sims 4 ist jetzt schon etwas länger draußen. Ich hatte mir gedacht, boah, weißt du was, du hast Sims 3 gesuchtet, gönnst du die Sims 4 auch einfach mal? Was macht er denn da? Und ja, ich will gar nicht groß hier im Startbildschirm rumlabern. Ach, Selfies gibt's auch. Ja, wir starten einfach ein neues Spiel. Ich habe hier unten schon, ein Spiel angefangen. Ich habe auch schon mal aufgenommen, aber irgendwie hat das alles nicht so ganz geklappt, wie es klappen sollte. Und deswegen starten wir jetzt einfach ein neues Spiel und gehen direkt in den Erstelle einen Sim-Modus. Und ja, ich habe mir eigentlich keine großen Gedanken gemacht, was für ein Sim ich überhaupt machen will. Boah, Senior nicht, Erwachsener auch nicht, junge Erwachsener, ja, Teenager und Kind. Nein, ich würde sagen, wir erstellen erstmal einen jungen Erwachsenen. Eine Stimme. So, ja. Als Gang, selbstbewusster, hochnäsiger, stolzer Gang. Und ich hätte mir gedacht, wie gesagt, ich habe mir nicht viel Gedanken gemacht, aber ich hätte jetzt so grob mal gesagt, dass wir so einen normalen jungen Herrn erstellen, so ganz normal, der halt relativ gut aussieht und nett ist, freundlich, hilfsbereit. Und einen anderen, der dann so auch nett, aber völlig verplant ist, so der immer so irgendwie in das Leben rein träumt und die Hälfte der Sachen so vergisst. Das stelle ich mir eigentlich ganz lustig vor. Das sind dann Mitbewohner, also die gründen so eine WG. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich die nennen werde. Keine Ahnung. Günther und Rüdiger, was weiß ich. Entscheiden wir dann alles. So, los geht's natürlich mit dem Gesicht. Ich will ein bisschen für diesen netten jungen Herrn, für den sympathischen Herrn, will ich ein bisschen was Freshes haben. Vielleicht nicht so was Langweiliges, sondern irgendwie was Interessanteres. Das sieht auch scheiße aus. Das geht auch gar nicht. Das ist... Nein, wir machen ja kein Opa. Okay, das passt jetzt nicht so ganz. Nee. Zu viel. Das nicht. Das. Ging ja eigentlich. Nein, nicht Make-up. Ging ja eigentlich schon fast. Ich gucke aber die anderen Frisuren trotzdem einfach nochmal durch. Nee, nein. Ja, das geht auch gar nicht. So eine Schmalzlocke. Das ginge sonst. Ja. Ich glaube, ich würde doch diese Frisur... Nein, warte. Doch, diese Frisur bevorzugen, weil die eigentlich am sportlichsten aussieht. Ich werde eh noch eine Cappy, denke ich mal, nehmen, wenn es das gibt. Guck mal eben bei Hüter, das gibt es bestimmt, oder? Jawohl, natürlich gibt es eine Cappy in der Farbe Grün. So. Na, dann müssen wir das jetzt Gesicht noch ein bisschen ändern. Behaarung, keine Accessoires, hätte ich auch ehrlich mal gesagt, keine. Nee, muss nicht sein. So eine Brille, sieht geht gar nicht. Lassen wir, glaube ich, lieber. Ohrringe würde ich auch ehrlich gesagt erstmal sagen, machen wir nicht. Und Make-up lassen wir auch weg. Wie sieht denn das denn so aus? So. Scheiße. Das geht ja gar nicht. So ein bisschen fetten Lidstrich und so. Nee. Augen, Eyeliner. Ach, nein. Lass mal nein. Nee. So, jetzt geht's ab in die Kleidung, meine Freunde. Ja, wie gesagt, was haben wir denn hier? Obwohl, eigentlich muss ich das... Nee, passt gar nicht. Ich muss ja noch ins Gesicht hier. Gesicht. Gesicht gesagt. Nein. Ah, Wangen. Nee, warte. Augen? Augen. Na, ja, das ist ein bisschen größer, ne? Hm. Na, kann man ja auch zurechtziehen. Wie auch schon fast sagen. Ich ziehe die mal so ein bisschen. Nicht so groß, wirklich, aber ein bisschen größer vielleicht. Das sieht doch gut aus. Die Nase, ja, okay, die Nase ist jetzt... Das ist zu... Kann man das kann man bestimmt breiter ziehen, oder? Eieiei. Nee, die Nase sieht kacke aus. Und das dann jetzt ein bisschen schmaler machen, dann geht das wohl. Dann mache ich vielleicht ein bisschen kleiner, nicht so groß. Dann geht das. Lippen nehme ich immer gerne so. Naja, okay, so nicht. So einen normalen Mund, aber dann. Den da. Und aber dann die Lippen immer so ein bisschen größer ziehen. So, aber so ganz kleine Lippen mag ich nicht. Da komme ich eigentlich ehrlich gesagt nicht mit klar.
Oh nein, 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 das lassen wir so. Sieht so am besten aus. Sie hat die Ohren. Ja, normale Ohren halt, ne? Irgendwie nicht viel dran ändern. So, nämlich das Gesicht, das sieht doch schon ganz freundlich aus, oder? Sieht doch. So Segel. Na, okay, Segel und das nicht wirklich. Segel und sind solche Ohren. Die gehen ja mal gar nicht. Jetzt habe ich alles wieder verstellt. Na. Ach, das geht so schon, meine Güte. Soll nicht rumheulen, ey. So, dann jetzt geht's ab an die Bekleidung. Und zwar, irgendwas, ich hatte gesagt, also es gibt ja Alltagskleidung, Abendkleidung, Sportkleidung, Schlafanzüge und Ausgekleidung. Wir machen zwei Alltagskleidungen, einmal eine für wärmere Tage und einmal eine für kältere Tage. Wärmere Tage, irgendwas Freshes muss her. Wie wäre es denn? So. Hey, das sieht gar nicht so schlecht aus. Farben? Na, ich hätte grob gesagt, das lassen wir eigentlich so, oder? Das sieht doch ganz gut aus. Hose. Wo ist die Hose? Da ist die Hose. Irgendwie was, was nicht so, was, ja, was kürzeres, weil halt sommerlich angezogen, das geht gar nicht. Das geht auch nicht. Ich glaube, das passt sogar am besten. Nicht so grob einfach mal behauptet jetzt. Nehmen wir das? Nehmen wir, ja. Socken. Socken kann, ja, aber bitte in weiß, bitte. Und Schuhe, irgendwas Sportliches. Irgendwelche Turnschuhe, wie wird das? Das? Ich glaube, zu den Socken passt das eigentlich. Das? Das passt besser, oder? Ja, komm, nehmen wir das. So, ja. Ich bin immer ein Typ, der sehr auf Accessoires steht. Ich habe keine Ahnung, warum. Das geht gar nicht. Eigentlich können wir die Socken auch wegmachen, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind, ohne Socken sieht es besser aus. Obwohl. Man, die nervt. Komm, lassen wir sie an, meine Güte. Und für mich ist Uhrpflicht. Keine Ahnung, warum, aber ich bin so ein Uhrenfanatiker in Sims. Ich habe keine Ahnung, warum, aber irgendwie ist die Uhr für mich, das ist so ein Ding, das muss einfach dabei sein. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. So. Zweite Kleidung, irgendwie was, vielleicht ein Hoodie, haben wir so ein Sweatshirt, haben wir das, gibt's das, gibt's bestimmt, oder? Da, jawohl, das ist natürlich eine andere Hose, eine Jeans ist ja gar nicht mal so verkehrt, aber bitte. Aber ich nehme das, na oder das? Also eher, das ist ja eher lässig so, ne? Wie ist das? Nee, das geht gar nicht. Das geht auch gar nicht. Das, so machen wir das. Das ist doch Hammer. Das ist doch aber sehr muskulös. Da müssen wir gleich nochmal. Hier müssen wir nochmal. Eieiei, hier voll die Kante. Nee, ich will realistischen Charakter. Also, das machen wir aber gleich, wenn wir die Badekleidung machen. Da ist der Oberkörper frei. Da kann man den Oberkörper noch besser sehen. So, jetzt aber. Nehmen wir die oder die? Oder die? Oder die? Nein, die nicht. Gut, ich weiß, man kann die Farbe noch ändern, aber die Form muss ja auch passen. Ich muss. Er ist breit gebaut, so. Breit gebaut. Arrogant und aufgepumpt. So, komm, die nehmen wir jetzt hier. Nicht lang rumheulen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken irgendwie. Das sieht ja nicht schlecht aus. Auch wieder, aber da würde ich sagen, festere Schuhe. Boah, ja, die sind auch nicht viel fester. Wenn eigentlich nehmen. Ich meine, der hat ja eine lange Hose an, aber einfach dem nur dem Motto getreu, ja, ist halt anders. Das Ring auch wieder weg. Und da wieder die Uhr natürlich nicht vergessen. Auch wenn man sie nicht sieht, ist ja auch relativ egal. Abendkleidung bin ich absoluter Fan von so Anzügen. Ich weiß nicht warum, aber da bin ich voll der Fan von. Weil Abendkleid ist halt adrett, das sieht halt immer ein bisschen besser aus, wenn man da besser, ein bisschen feiner zu angezogen ist. Und das ist doch so schon ganz schick, oder? Weil Abendkleidung werde ich in diesem Spiel wahrscheinlich eh einmal alle 5000 Folgen anziehen. Und ich einfach nur wegen der, weiß ich nicht, einfach anziehen, ne? Auch wenn man die Uhr nicht sieht, scheiß mal was drauf. So, Schuhe. Die.
Ja, die finde ich irgendwie besser. Keine Ahnung warum. Nehmen wir die, komm. Achtet eh niemand drauf. So, Sportkleidung. Ja, T-Shirt kann man eigentlich anlassen. Ich würde aber schon fast sagen, so ein T-Shirt eher für Sport. Oder sowas. Das geht auch. Das geht natürlich auch. Das ist natürlich auch cool. Und so eine kurze Sporthose. Jop, das passt. Nein, einen Moment. Accessoires haben wir nicht. Ja, Brille. Eigentlich müsste die Brille weg. Wer trägt denn bitte beim Sport eine Brille? Ich glaube, es hackt. Also, wo ist die Brille? Ach, hier gibt es auch vorgefertigte Looks. 24 Stunden Fitwear. Volltreffer. Nee. Schuhe, Sportschuhe. Sandalen. Was ist denn das für so Brille? Ich mach die Brille weg jetzt. Hopp, Brille weg. Hopp, weg damit jetzt. Ach, das kann man auch kleidungsmäßig anpassen. Na, das ist ja geil. Gucken wir mal, was kann man denn hier so alles... Ohrring? Nein, das passt nicht zu ihm. Das passt, nee. Ah, naja, okay, jetzt geht's weiter zu den Looks hier. Schlafkleidung, Schlafanzüge, da habe ich immer, keine Ahnung warum, aber immer so ein langes Shirt und Boxer, weil wegen, wer hat denn bitte beim Schlafen noch eine Schlafhose an? Gibt's ja gar nicht mehr heutzutage. Schuhe natürlich nicht. Und sonst auch nicht, also, gut. Nein, Uhr nicht, ist eigentlich unnötig. So, Ausgekleidung hatte ich mir gedacht, machen wir nicht sowas, sondern halt so ein schickes, hochgekrempeltes Hemd mit einer lässigen Jeans oder halt so einer Hose. Die Farbe. Nee, das ist ja mal nischt. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich meine, gut, ich könnte auch so eine normale Hose nehmen, aber ein bisschen feiner ist ja auch nicht. Das geht gar nicht. Das ist ja auch nicht so schlecht. Ich würde sagen, das nehmen wir schon mal. Natürlich, wie immer, die Uhr nicht vergessen. In Silber. Und als Schuh. Naja, das sieht scheiße aus. Das auch. Aber ich auch wieder sagen, hier diese Schniek, solche Schuhe. Das geht ja. Das geht doch, oder? Das ist doch lässig, ist das. Ja, das ist lässig. So, jetzt aber nochmal zurück zur Sportkleidung. Ja, warte, ich mach hier mal eben. Hier mal eben das weg, um mal eben hier die Muskeln von dem Typen oder den Körper so ein bisschen abzustimmen. Ich will. So. Easy going und so. Nein, ich will nicht übertreiben. Also. Ich hätte jetzt so leicht Sixpack-Ansatz, vielleicht ein bisschen breiter gebaut, aber jetzt nicht so unglaublich viel. So, das passt, komm. Wir wollen ja hier jetzt nicht so eine Kante, sondern auch halbwegs realistisch aussehen. So, das geht wohl. So, ja, jetzt geht's nur noch an die Merkmale. Wähle ein Bestreben. Beliebtheit, Devianz, Essen, Familie, Kreativität, Liebe, Natur, sportlich Vermögen und Wissen. Boah. Was ist denn das? Beliebtheit. Aufgeschlossene Sims schließen schneller freundschaftliche Beziehungen. Niederträchtige Sims wenden stärkere und erfolgreichere gemeine Interaktionen an. Sims mit der Essenz des Geschmacks bereiten hochwertigere Speisen und Getränke zu. Die Familienbande häuslicher Sims werden schneller fester. Grübler verbessern ihre Fähigkeiten schneller, wenn sie inspiriert sind. Verführerische Sims sind ein Liebesding erfolgreicher als andere. Sammler können häufiger seltene Sammlerobjekte finden, was eigentlich völliger Schwachsinn ist. Auf jeden Fall in Sims 3 war es immer Schwachsinn, weil Sims 3 ist, Sammler hat einem eigentlich nichts gebracht. Das ist ein bisschen Geld. Mit einem guten Stoffwechsel ist es einfach fit und in Form zu bleiben. Geschäftstüchtige Sims verdienen überdurchschnittlich gut und schnelle Lerner erlangen alle Fähigkeiten ein wenig schneller. Ich bin jetzt ehrlich gesagt am rumzwitschen, so immer so am Überlegen zwischen Beliebtheit, Familie, Liebe und Vermögen. Obwohl ich ehrlich gesagt eher auf Vermögen setze, weil man damit halt überdurchschnittlich gut verdient und irgendjemand muss ja Geld reinkriegen. Ich glaube, das ist dann eher, da würde ich ihn, ja, Beliebtheit, schneller freundschaftliche Beziehung, ist auch, Erstmal ziehen wir eben hier wieder das Ding an. So. Das ist schwer. Also, erst Devianz, Essen, Wissen und Kreativität, glaube ich, kommt schon mal nicht in Frage.
Natur auch nicht, weil diese Bonusmerkmal ist kacke. Sportlich, ja, könnte man machen, muss man aber nicht. Sportlich ist man eigentlich auch so, wenn man einfach ins Fitnessstudio oder so geht. Also das ist eigentlich soweit unnötig. Beliebtheit, boah. Familie, glaube ich, werde ich nie gründen, weil ich halt einen Mitbewohner habe. Also Familie fällt eigentlich auch weg. Liebe, ja, okay, könnte man machen, aber ich meine, boah. Hätte ich keine Lust, so echt nicht. Beliebtheit, Vermögen, was nehme ich? Glaube ich, nehme die Beliebtheit, weißt du? So, was gibt es hier? Witzbold, möchte Witze erzählen und berühmte Komiker werden. Fantastische Partys. So viele Freundschaften wie möglich schließen. Freund der Welt, das hört sich super an. Ich glaube, das nehmen wir, weil wegen beliebt und der ist halt von Natur aus ein freundlicher Sim immer aufgeschlossen und deswegen können wir jetzt auch dazu passende Merkmale wählen. Ho, was ist denn aktiv? Ja, düster, nein, fröhlich. Häufig zufriedener als andere. Okay, ich guck erstmal durch. Genie, nein. Hitzkopf, auch nicht kreativ. Nein. Romantisch, selbstsicher, Spinner, passt eigentlich alles nicht wirklich. Bücherwurm, Geek, Genießer, Kunstliebhaber, Musikliebhaber, Perfektionist. Ich würde ganz gerne Geek nehmen, weil ich weiß schon, was ich als Karriere einschlagen werde. Ich habe mich ein bisschen informiert, was es Karrieren gibt. Das ist voll geil, das ist viel. Es gibt eine Karriere, die heißt Technikguru. Und dann kann man so E-Sportler werden. Und deswegen nehme ich Geek, weil Geeks als E-Sportler brauchst du halt die Videospielfähigkeit. Als Geek verbesserst du dich schneller. Und das ist so geil. Oh. So. Chaot? Nein. Ehrgeizig? Nee. Faul? Okay, würde jetzt persönlich auf mich passen, aber nein. Kindisch? Boah, nein. Liebt die Natur? Oh Gott, eigentlich nicht. Materiell ist es schon mal gar nicht ordentlich. Nee, eigentlich auch nicht. Das Snob definitiv nicht, tollpatschig auch nicht. Das ist dann hier unser anderer Kandidat dann gleich. Vielfraß passt auch nicht und wahnsinnig eigentlich auch nicht. Bro passt auf jeden Fall. 100-zementig. Der Bischi. Das ist geil. Diese Sims können andere Bros brüderlich umarmen. Die Gesellschaft von anderen Bros verleiht ihnen Selbstsicherheit. Und sie tanken Energie, wenn sie Sportsendungen sehen. Das passt genau auf unseren Charakter. Genauso will ich das sehen. Böse passt auch gar nicht. Einzelgänger sowas von nicht. Familienbewusst, okay, würde wohl passen. Aber da wir wahrscheinlich keine Familie gründen werden, lasse ich das erstmal weg. Gemein überhaupt nicht. Gesellig. Könnte man machen. Allerdings finde ich da dieses... Ihr Sozialbedürfnis sinkt schnell und sie erhalten mehr negative Stimmung, wenn ihr Sozialbedürfnis auf einem niedrigen Stand ist. Das ist natürlich, muss man mitnehmen. Also gesellig, komm, passt wohl. Nehmen wir auch mit dazu. Hallo, ich heiße, das ist der Liebe. Das ist der Liebe. Rüdiger. Nein. Wer heißt denn der? Boah. Irgendein Behindertennamen. Heiko. Heiko? Heiko. Heiko, hört sich super. Heiko, Nachname. Maya, einfach so den Standardnamen. Oder ich kann mal würfeln. Schwarz, Winter, Schäfer, Rot, Winter, Wagner, Müller, Maya. Ja, komm, nehmen wir Maya. Aber mit Tier nix. Mit Y. Mit J. Das hört sich besser an. Heiko, obwohl mit I sieht, glaube ich, besser aus, ne? Nein. Ja, das geht natürlich aus. Sieht aber kacke aus. Ja, komm, nehmen wir das. So. Nächster Charakter. Verwende Genetikexperimente, um einen Sim zu erstellen, in dem du die genetischen Merkmale anderer Sims kombinierst. Ja, das könnte man jetzt machen. Was? Achso, nee, das will ich gar nicht. Das könnte man jetzt machen. Da könnte man halt eine genetische... irgendwas machen aus mir und halt einem anderen Charakter. Aber da wir keinen anderen Charakter erstellt haben, lassen wir das. Und wir fügen einfach einen neuen Sim hinzu. Der heißt nicht Maya, sondern Schneider. Und zwar Stefan. Ja. Und der sieht so schon mal verdammt beschissen aus. Boah, weißt du was? Hier unten ist so eine Würfelfunktion. Wir würfeln einfach mal. Wir wählen zufällig. Boah. Nee. Das sieht nicht schlecht. Ihr passt aber nicht. Man muss im Hintergrund halten. Wir wollen tollpatschigen, nicht immer bei der Sache sein. Dann tippen wir. Okay, der passt gar nicht. Na. Nein. Okay, eigentlich können wir das eh noch verändern, also... Ich finde einfach den auf, der am besten passt. Mm-hmm.
Boah, Alter, das ist schwer. Hier gibt es so viele verschiedene Sims. Sims, das ist der Wahnsinn. Hey, na, Swarbo. Skiba, you move. Menarskal? Nein, nein. Was will Mühl als die Pakete da oben? Nein. 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 Kumau, Narga. Nein. Nein. Lol, nein, Alter, die Schuhe. Die Schuhe passen jetzt ja mal gar nicht, aber nein. Ui, er ist auch Kraftpaket. nein. Ja, komm, er passt doch, er ist doch. Der ist doch einer, ja. So, zuerst haben wir die Gangart. Also, er ist ein bisschen trotteliger. Trotteliger Gang, ja. Schleppender Gang? Nein, trotteliger Gang. Das passt perfekt. So, die Stimme? Da könnte ich hier auch mal eben noch gucken. Passt sehr gut. So, hier. Ja, muss man gucken. Ja. Beziehung bearbeiten, Mitbewohner. Stefan Schneider. So, ab geht's in die Detailbearbeitung, meine Freunde. Also, das geht so ja mal nicht. Das muss ja eher so. Die sind eher zu und nach unten gerichtet. Ist eher so ein schläfriger Typ, weißt du? So. Alter, die Augen gehen ja teilweise ja nicht. Mann, Detailbearbeitung jetzt. Hopp, ja. Das will ich mir jetzt angucken. Er ist magic. Nee, nix hier. Hör mir auf, du. Nein, das muss tiefer. Ja, die Nase passt. So viel will ich gar nicht dran ändern. Also, das ist jetzt nicht so. Ja, muss das vielleicht noch ein bisschen so. Augen, Mann, in den Augenwinkel vielleicht so ein bisschen runter machen, so. So nach dem Motto, ist mir eh alles scheißegal. Ja, das geht wohl. Das krieg ich wohl so hin. Haare, eher etwas nicht so unglaublich gepflegt, ist das. Nicht jetzt so das super gepflegt, sondern eher so eine. Ja, soll aber auch gut aussehen, ne? Das geht gar nicht. Ich würde sagen, die nehmen wir. Das geht doch. Die sieht auch nicht schlecht aus. Komm, nehmen wir die, weißt du was? Hier, ich will jetzt nicht irgendwie eine Moralpredigt machen und das geht nicht und so. Ohne Bart, mit Bart. Der Bart sah eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus bei ihm. Nee, mit, komm, lassen wir den. Mütze? So was, nein, keine Mütze, bitte nicht. Accessoires braucht er eigentlich nicht. Also, Make-up, vielleicht so was? Nee, nee, bloß nicht. So, ab in die Bekleidung. Bekleidung ist ja wohl recht einfach. Da mache ich eine Kleidung für alle. So, ich mache jetzt nochmal feministisch hier so einen auf. Hoppala. Einer auf locker easy Vibe und so. Dünn gebaut, breite Hüfte, genauso wie ich das sehen. Nein, okay, so extrem müssen wir auch nicht machen. So, komm. Das passt so. Also, dann gucken wir mal. Er ist eher ein trotteliger Typ. Dann passt das eigentlich ganz gut. Die Hose. Nein, warte, die Hose. Hose passt eigentlich auch. Wenn man da. Na, okay, zur Alltagskleidung will ich jetzt nicht so was unglaublich Schlimmes nehmen. Das geht ja gar nicht. Das, boah, weißt du was, ganz ehrlich, das sieht doch gar nicht mal so schlicht aus, oder? Eigentlich könnte man das auch so lassen. So, das ist dann für die wärmeren Tage und für die kälteren Tage haben wir natürlich auch wieder ein Set hier. Und damit, was ist das? Das geht ja mal gar nicht. Das. Jawohl, perfekt, genau so will ich das sehen. Aber dann müsste da eine kurze Hose her, ne? Okay, so ein feministisches Vibe will ich auch nicht machen, ganz ehrlich, das geht ja gar nicht. Ich meine, die Ditte hier ist ja. Das ist auch noch grenzwertig. Wir nehmen einfach das da. Das passt so halbwegs. Vielleicht noch in dem Farbton, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. So, hier. Die lange Hose können wir eigentlich lassen. Hat er ein Accessoire? Würde ich. Boah. Eigentlich können wir ihm Armreif geben. So eins, oder? Ja, komm. Wollen wir ihm auch ein bisschen was an Luxus gönnen, du?
Zack, und dat, den Armreif. So. Abendkleidung, ja. Gucken wir mal, gibt es eigentlich Kombinationen? Nein. Ich meine, er soll ja auch ein bisschen fein aussehen. Das würde ich. Na, nee, das passt nicht. Das ist schon eher sein Look. Nach dem Motto, ja, okay. Ist halt Abendkleid, aber so unglaublich fein muss ich mich dafür jetzt auch nicht anziehen. Aber das geht so, das geht so. Die Brille. Oh, mit Brille? Die Brille steht ihm eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Mal ehrlich. Ich guck mal eben. Brille. Und hier hat er welche Brille? Die Brille. Da hat er auch Ohrringe. Ja, doch, ich glaube, die können wir sogar lassen. Mal ganz ehrlich. So schlecht sieht die gar nicht aus. Dann die Sportkleidung. Okay, dann nehmen wir nichts Sportliches. Dann nehmen wir einfach nur so irgendein. So ein Ding. So ein Ding, ja. In den German Let's Play Farben. Nein. ja, was willst du denn da nehmen? Das passt eigentlich, weißt du. Er wird eh nie zum Sport gehen, also von daher. Und die lange Hose passt ihm eigentlich, steht ihm eigentlich ganz gut. So, Schlafkleidung. Er hat natürlich also eine Pyjama-Hose an und ein. So ein T-Shirt, das passt eigentlich. Das kann man so lassen. Okay, aber ganz ehrlich, Pantoffeln, die müssen. Die gehen ja nicht. Das ist ja. Dafür ist selbst er noch zu stylisch. Das geht so ja mal gar nicht. So, oh, Leute, Ausgekleidung. Series? Nein. Auch er kriegt. Wir sollen ja. Das ist ja das. Auch er soll ja ein bisschen fein aussehen. Nehmen wir das. Und da, eine Jeans. Hat er ein Tattoo? Ach nee, das sind die Schuhe. So, ja. Passt eigentlich die Uhr? Der Ring. Oh ja, das Armband. Ich glaube, die Uhr nehmen wir wieder weg. Die gönnt er sich nicht, aber der Ring auch. Ich meine, er ist ja nicht verheiratet. Hat er sonst bei einer Sache den Ring an? Mal gucken. Nein, okay. Ja, da hat er auch wieder die Brille auf. Wieder in einer anderen Farbe. Na, ja, hör auf jetzt. Die Farbe geht, die finde ich nicht so schnicke jetzt, also normales Schwarz, oder? Ja, normales Schwarz. Da muss eigentlich auch das Schwarze her, oder? Ja, komm. Das Schwarze. Da ist die Brille, wo ist die Brille? Schwarze Brille. Sehr gut. Ja, das war's auch schon, ne? So schnell kann's gehen hier. Oh, hallo Ruby. Ja, für den anderen 20 Minuten gebraucht, hier mal eben zack, 10 Minuten, keine 3 Sekunden hier. Wupp und fertig. So, hatten wir Gesichtsbar und zack, Hüte kriegt er, obwohl. Nein, nix, das kriegt er nicht. Das ist ja eine Beleidigung. Das geht ja gar nicht. Nein, Hut lassen wir weg. Hut lassen wir weg. So, dann gucken wir mal. Bestreben. Das ist jetzt schwer. Ein eher trotteliger Sim. Was würde er denn wohl nehmen? Trottelig, aber, wissen, also schon mal ja nicht. Ja, man könnte für ihn eigentlich Sammler nehmen, ne? Weil er ist trottelig und befasst sich dann eher mit irgendwelchen Sachen und macht so langweilige Sachen, die eigentlich sonst niemanden interessieren. Er ist, ne, Natur. Eieiei. Möchte Pflanzen züchten und dann ausgesehener Gärtner werden. Möchte alles sammeln, was die Welt zu bieten hat. Möchte alles über das Angeln. Er wird Angler. Angeln kann ich mir gut bei ihm vorstellen. So, dann geht's los. Aktiv, nein. Düster, nein. Fröhlich, nie. Kreativ, auch nicht. Spinner, wie sieht das aus? Bester neu. Shame die Briefer. Passt. Bücherwurm, ba. Passt alles nicht. Chaot, nein. Ehrgeizig, nein. Bla, kindisch. Tollpatschig. Gibt's uns da noch irgendwas, was man vielleicht. Das passt so eigentlich, ne? Der ist eher so der trottelige Tollpatsch mit halt, wer der so ein bisschen in der Evolution zurückgeblieben ist, wenn man das so sagen kann. Aber irgendwie ist der sympathisch. Der sieht ja mal Hammer aus. Ich finde den sympathisch. Keine Ahnung warum. Ich mag den. Haben wir unseren. Na, kannst du dich bitte mal eben umziehen? Das geht ja so nicht. Muss ich ja so nicht blicken lassen. Ist eher so der. Chillige. Coole Typ. Aber ich glaube, die werden beste Freunde, weil das kann ich mir irgendwie voll gut vorstellen. Weiß ich nicht warum, aber gut, beste Freunde hier unter denen, das wird cool. Ja, das war's auch schon, ne? Ich glaube, ich speichere den Haushalt am besten mal kurz.
Nur um später vielleicht, falls meine Aufnahme jetzt abkackt, dass ich dann später die Sims nicht normal komplett neu erstellen muss. Was für ein Bild nehmen wir denn? Das ist schwer. Das. Ma, nee, ja, okay, boah. Das, komm. Bisschen freundlich hier. Das geht wohl. Speichern wir das. So. Gespeichert. Außer halt Meier, ja, okay. Er ist Heiko Meier und der andere Stefan Schneider. So typisch deutsche Namen halt. So, da möchte ich jetzt auch nochmal ein Bild durchgucken, was man vielleicht so nehmen kann. Ach so. Das wird automatisch in der Bibliothek gespeichert. Eigentlich muss ich das ja Meier und Schneider nennen, ne? Ja, komm, dann lösche ich das andere nachher. Dann nehmen wir das mit. Komm, das sieht das jetzt sympathisch aus. Wusste ich gar nicht. Okay. Ja, dann geht's ab in die Sim-Welt, wa? Ich würde sagen, bevor wir hier jetzt direkt anfangen und sofort loslegen, würde ich sagen, das war der erste Part. Das ist eine kleine Pilotfolge geworden. 31 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part geht's dann los, wo wir uns ein Haus aussuchen und ein bisschen anfangen hier in unserem Let's Play mit den Herren. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Mit Herrn Meier und Herrn Schneider anfangen. Mit Heiko und Stefan natürlich. Ja, und das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Video. Tschüss!